Ja, hallo Herr Arzt, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Es gibt zwei neue Ausstellungen in Halle 14 in der Spinnerei. Zum einen Icons und zum anderen Überleitungen, Infrastructure. Diese beiden Ausstellungen widmen sich notwendigen gesellschaftlichen Wandel. Können Sie mir bitte sagen, welcher gesellschaftliche Wandel ist notwendig? Was sind die Kernbotschaften dieser beiden Ausstellungen in dem Bezug? Kernbotschaft gibt es vielleicht nicht, es gibt verschiedene Facetten. Die Ausstellung Icon stellt Menschen in den Mittelpunkt, die mit Down-Syndrom leben, und ist somit ein Verweis auf die Vielfalt, die mangelnde Vielfalt, der wir auch in den Medien, in unserer Gesellschaft. Und das Tolle an dieser Ausstellung ist, dass Menschen, die mit Down-Syndrom leben, gefragt wurden nach ihren Träumen. Was würden sie gerne sein? Vielleicht ist das, was am ehesten diesen Menschen noch verwehrt wird, Teil der Gesellschaft zu sein und eben auch zu träumen. Und sie haben große Träume, kann man hier an 21 Fotos in dieser Ausstellung sehen. Träume davon, vielleicht Filmstars zu sein, Rockstars, vielleicht auch mitbestimmen können, vielleicht auch selber richtig bestimmen können, also eine Königin, ein König aus der Historie hier mit vertreten. Und das Tolle an dieser Ausstellung ist eben, dass sie Menschen, die selten wahrnehmbar sind in unseren Medien und Gesellschaft, hier im Mittelpunkt stehen. Ja. Und bezogen auf Überleitungen und Infrastructure, was ist da der angestrebte gesellschaftliche Wandel? Bei der Ausstellung Überleitungen, Infrastructures, die behandelt im Prinzip erstmal die Infrastrukturen. Das sind sehr, sehr große Bauwerke, die für den Luxus, den wir in modernen Gesellschaften haben, stehen und den ermöglichen, aber sehr selten so wirklich Beachtung finden. Die Leitungen sind in Gebäuden, man redet dann eher über die Gebäude, aber nicht über die Leitungen, versteckt. Und eigentlich werden sie immer erst Thema, wenn sie nicht mehr funktionieren. Und es gab ja genügend Anlässe in den vergangenen Jahren, sich darüber Gedanken zu machen. Und in diesem Kontext steht auch die Ausstellung. Es sind Werke dabei, die sich mit dem Bau von Ölpipelines beschäftigen und welchen Einfluss das auf das Umfeld, auf die Menschen hat. Werke, die sich mit Produktionsketten beschäftigen. Da eigentlich immer auch die Frage stellen, was ermöglichen diese Infrastrukturen und was verunmöglichen sie gleichzeitig? Also wer ist vielleicht auch ausgeschlossen? Das ist vielleicht auch wieder der notwendige Wandel, den wir hier meinen. Es geht darum, eben ein gutes Leben für viele und alle auf dieser Welt zu ermöglichen und auch noch ein gutes Leben in Zukunft, den Klimawandel zu ermöglichen. Und diese Fragen stellen diese Ausstellung und die anderen Künstlerinnen und Künstler, die in der Ausstellung Überleitung Infrastructures noch sind, geben eben auch Beispiele für Handlungen, wie wir uns vielleicht gemeinsam organisieren können, um für eine bessere Welt einzustehen. Ich komme nochmal zurück zu Icons. Fotoausstellung ist ein schwedisches Projekt. Wer hat da mit wem zusammengearbeitet? Ja, das Projekt ist in Schweden entstanden. 21 Personen aus Schweden wurden nach ihren Träumen befragt. Initiiert ist das Projekt von einem Theater in Schweden, Klara Hudik heißt das Theater, die das zusammen mit einem großen Fotografiezentrum, Fotografiska, bestimmt haben, das Projekt. Die Personen wurden befragt, wer oder was sie gerne sein würden wollen. Und dann wurden diese Träume eben mit Hilfe der Kostümbildnerin des Theaters aufwendig inszeniert und von der Fotografin Emma Svensson in Szene gesetzt. Und so sind 21 filmreife Porträts hier entstanden, die wir hier sehen können. Ja, ich hatte beispielsweise Kate Winslet und Leonardo DiCaprio gesehen, Titanic. Gibt es noch, was fällt Ihnen ein, wer da noch als Vorbild genommen wurde? Ja, die Ausstellung heißt ja Icons, also Ikonen sozusagen, ja. Ikonen der aktuellen Popkultur, und in vielen erkennt man das wieder, weil wir vielleicht ähnliche Fotomotive, Filmmotive gesehen haben. Das bekannte Titanic-Motiv ist ja gerade schon angesprochen worden. Es gibt ein Motiv, das heißt die Kriegerin, viele sehen da Jeanne d'Arc, also eine junges Mädchen eigentlich in Ritterrüstung und mit Schwert bewaffnet. Darin gibt es auch Bilder, die so an die 50er Jahre erinnern, da könnten ein Greta Garbo oder Jean-Di, ja. Jean-Di? Weißt du so? Ich kenne mich da so schlecht aus. erinnern. Also da kann
Das ist jetzt nicht bewusst benannt, aber man sieht, dass ich die Personen, die hier nach ihren Träumen gefragt haben, die Träume haben wie alle anderen Menschen, ja, berühmt sein, vielleicht im Mittelpunkt stehen, vielleicht in den Medien auf der großen Bühne stehen. Wir haben einen Rockstar dabei, wir haben eine Ballerina dabei, wir haben eine Premierministerin dabei. Also es sind ganz normale Träume, die wir alle haben und die eben auch Menschen mit Down-Syndrom haben dürfen und wir vielleicht auch mehr dazu beitragen, dass ihre Träume auch verwirklichen können. Da finde ich das Projekt einfach toll und vorbildgebend. Ja. Gibt es jetzt außer Inklusion, was ja ein anderer Bereich ist, so ein bisschen, hat da mit Träumen nicht so viel zu tun, ein Stückchen weit vielleicht, aber sehen Sie irgendwo eine Annäherung in der Gegenwart, dass Menschen mit Down-Syndrom ihre Träume verwirklichen können oder sein können, was sie wollen im realen Leben? Gibt es da vielleicht noch irgendwelche Projekte oder irgendwelche Initiativen? Ist Ihnen da was bekannt? Yes. Man hört ja immer viel mehr von dem Anspruch, dass wir unsere Gesellschaft so verändern sollen. Tatsächlich, die Realität ist nicht so einfach und so wahnsinnig viele Beispiele wie hier diese Ausstellung kenne ich nicht, deswegen finde ich es toll, sie hier zu zeigen. Als Vorbild, natürlich gibt es Anstrengungen auf vielen unterschiedlichen Ebenen, aber ich denke, dass der Weg dahin wird noch weiter sein. Ja. Ich komme jetzt zu den einzelnen Künstlern von Überleitungen und Infrastructures. Bitte korrigieren Sie mich jetzt wegen der Namen, da bin ich jetzt nicht ganz sicher wegen der Aussprache. Ich würde anfangen mit Ines Dojak. Dojak? Ja, Ines Dojak. Und zwar ist zu sehen bei Ihnen eine Kartonskulptur Bauhütte, monumentale Instabilität. Und an der Spitze der Kartonskulptur sieht man einen Astro- bzw. Taikonaut. Können Sie mir etwas zur Bedeutung dieser Kartonskulptur sagen? Ja, diese schöne große Skulptur sieht man ja leider nicht bei uns in der Ausstellung. Man sieht sie als Abbildung in der weiteren Arbeit Seitenstraßen im Poster. Diese Arbeit, aber selber auch eine Arbeit von Ines Dojak, die sie realisiert hat. Ist noch genug Zeit auszuholen? Ist noch ein bisschen Zeit. Die Skulptur bezieht sich auf einen nicht realisierten Entwurf des Palastes jetzt im jungen kommunistischen Sowjetunion, das nie realisiert wurde. Ines Dojak holt aber diesen Entwurf in die Gegenwart und macht daraus ein Denkmal für den aktuellen Kapitalismus. Es ist eben aus Warenverpackungen, wie man so kennen mag, aus Internetkaufhäusern wie Amazon aufgestapelt. Sie finden sich sehr unterschiedliche Motive. Sie haben das Motiv des Astro- oder Taikonauts angesprochen, der oben auf der Spitze steht. Im ursprünglichen Entwurf sollte da ein Denkmal größer als die Freiheitsstatue für die sowjetischen Arbeiter, später Lenin, später Stalin, da wurde es gar nicht realisiert. Und jetzt steht es eben eigentlich auch ein bisschen für den Hochmut unserer Gegenwart. Also, obwohl wir viel von Klimaneutralität und dass wir unsere Energien umwandeln sollten, sprechen, ist ja immer noch die Sehnsucht, dass man neue fossile Rohstoffe jenseits der Erde, wenn wir die Erde ausgebeutet haben, jenseits der Erde finden. Jetzt geht es gerade wieder um den Mond und dafür steht die Schaufel in der Hand des Astro- und Taikonauten. Und Astro- und Taikonauten sagen, es war der Wettbewerb im Moment ja auch zwischen Unternehmen in den USA und China vor allen Dingen geführt wird. Ja, dann ist eine großformatige Fußbodengrafik zu sehen bei Ihnen. Nennt sich Verzweiflungsökonomie. Und darunter ist zu sehen ein Stadtviertel, oder es wird erwähnt, dargestellt, ein Stadtviertel im indischen Mumbai, wo es keine offizielle Versorgung gibt mit Trinkwasser- bzw. Abwassereinrichtungen oder kein Anrecht darauf. Können Sie mir die Ursache dafür erklären und die Folgen? Ja, das Beispiel, das Sie erwähnen, ist ja eins von sehr vielen Fakten, die Ines Dojak zusammengetragen hat. Insgesamt muss man sich ja vorstellen, ein Bild, eine große Collage, die wie eine Zelle oder eine Weltkugel daherkommt, über die man sich bewegen kann und lesen kann. Wenn man dort liest,
wird man auf sehr unterschiedliche Fakten stoßen, die alle vielleicht von einer wirtschaftlichen Sorglosigkeit, die eben Menschen in die Verzweiflung drängt, sprechen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen, es ist sehr vielfältig. Und Sie haben jetzt einen Fakt erwähnt von illegalen Siedlungen in Indien, Mumbai. Weil die Siedlungen keine Genehmigung haben, haben die eben auch kein Anrecht auf die öffentliche Infrastruktur von Trinkwasser und Abwasser. Und statt dort dafür zu sorgen, dass die Menschen mit diesen Infrastrukturen ausgestattet werden, wird sich eben erstmal beholfen, weil die Menschen ihre Notdurft in der Öffentlichkeit verrichten, zwangsläufig dann Überwachungskameras dort zu installieren, um das eben unterbinden zu können. Und das ist wieder so ein kleiner Moment, der in vielen Fakten dort erscheint, dass eben eher investiert wird in Sicherheitsarchitekturen, um Dinge zu verhindern für Menschen, die eh schon verzweifelt sind. Da geht es auch um das Grenzregime in Europa und die Menschen, die aufgrund im Mittelmeer ertrinken, weil die Regeln immer höher gesetzt werden. Und das sind vielleicht auch die Infrastrukturen der Sorglosigkeit, die ich hier ansprechen möchte und worum diese Arbeit handelt. Zu diesem einzelnen Fall kann ich jetzt wenig sagen, wie zu den anderen auch, die dort gesammelt sind. Das basiert eben auf der Recherche der Künstlerin selber, die eben für ihre Kunst selber sehr, sehr viel recherchiert. Ja. Ich würde gerne übergehen zu Deborah Kelly, australische Künstlerin. Hat Animationsfilme hergestellt, darunter Liturgie, ich weiß nicht, wie man das Englisch aus, Liturgy oder ich weiß nicht. Auf die Saprophyte. Die Liturgie für die Saprophyte. Ja, oder Saprophyte. Der Saprophyte. Ja. Können Sie mir bitte erklären oder kurz erzählen, was Saprophyten nochmal sind? Weil das war mir auch völlig neu, was das. Ja, ich möchte auch dazu erwähnen, dass ich, als ich von der Arbeit gehört habe und mich damit beschäftigt habe, mich auch selber erst nochmal belesen musste. Saprophyte sind wohl Lebewesen, Bakterien, Pflanzen, die nicht wie andere Pflanzen von der Photosynthese leben, sondern aus abgestorbenem Material ihre Energie beziehen fürs Leben. Pilze, Bakterien, Pflanzen. In dieser Arbeit von Deborah Kelly, was da geht, ist ja der Versuch, na erstmal wieder Hoffnung, wenn wir jetzt Nachrichten hören, im Moment mag man vielleicht manchmal verzweifelt, deprimiert sein und so denken, es wird gar nicht mehr weitergehen. Aber eigentlich ist ja die Aufgabe für uns, die Hoffnung nicht aufzugeben und den notwendigen Wandel einzuleiten. Und natürlich müssen wir auch darüber sprechen, was der notwendige Wandel ist, wie wir in Zukunft leben wollen. Dazu wird die Ausstellung ein Beitrag sein. Auch Deborah Kelly möchte dazu einen Beitrag leisten. Und sie gründet eine Religion. Sie nennt das Crowdsourcing-Religion, also sie möchte keine Religion gründen, wo es richtig und falsch gibt, sondern sie möchte eine Religion gründen, wo sich alle einbringen können. Das ist so die Grundidee. In dem Ausstellungsraum sind dann verschiedene Projekte und Videos zu sehen, also sie arbeitet immer wieder mit anderen Künstlern und anderen Menschen zusammen, in sehr unterschiedlichen Projekten. Aber im Kern dreht sich alles um diesen Text von C.J. Norman, hat er geschrieben, die Liturgie der Saprophyten. Ja. Ach so. Und da werden eben Lebewesen besungen, die aus der denkbar schlechtesten Situationsumfeld ist schon tot, dann immer noch ihre Energie beziehen können und wieder wachsen können. Ja. Und das ist eben ein Gesang, ein religiöser Gesang darauf. Und die anderen Werke in dem Raum beschäftigen sich auch damit. Da gibt es Lieder, die wiederum basierend auf der Liturgie oder inspiriert von der Liturgie geschrieben wurde, die wir hier als Karaoke-Videos vorgestellt werden, sodass man gleich das Mitsingen lernen kann. Mhm. Genauso gibt es ein Tanzvideo. Diese Geste, dass wir noch Teil einer Ewigkeit sind und die Ewigkeit weitergehen sollen, ist da insgesamt sehr wichtig und kann man immer wieder in unterschiedlichen Momenten taucht das wieder auf in diesen Arbeiten. Und es gibt auch einen Animationsfilm, nur ein wichtiger Bereich der Organisation dieser Religion sind Collage-Workshops. Da werden alte Bücher, veraltete Bücher hergenommen und zerschnitten und da fantasievolle neue Motive, lustvolle Motive auch entwickelt. Da gibt es einige Bilder, die als große Wanddrucke in dem Raum man dort wiederfindet und da gibt es eben diese Animation, Creation,
in dem Raum, wo dann die Figuren anfangen, lustvoll durch die Gegend zu tanzen. Ja. Zu auch sehr, hoffe ich, motivierend und inspirierend und zum Tanzen anregenden Soundtrack. Ja, hat diese Religion schon eine Schar von Anhängern, sage ich mal, oder gibt es Kooperationen mit anderen Künstlern für diese Religion? Genau, also es entsteht ja dadurch, diese Religion. Ja. C.J. Norman wurde eingeladen, eine Liturgie zu schreiben, da gibt es verschiedene Liedermacher, Komponisten, die Lieder geschrieben haben, die werden dann wiederum mit Chören gemeinsam inszeniert, eine Tanzkünstlerin, wo dieser Tanz gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen entwickelt wurde. Und so geht es immer weiter. Das meint diese Idee des Crowdsourcings. Ansonsten beschreibt Deborah Kelly ihre Religion auch als eine Science-Fiction-Religion, eine Klimawandel-Religion, eine queere Religion. Also auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschlechtern sollen Teil dieser Religion sein. Ja. Nicht wie viele Religionen, die wir kennen, die eben vorschreiben, wie Mann und Frau zu haben ist und wer mehr Rechte hat etc. Mhm. Da will die Religion eben ganz offen sein. Mhm. Ja. Jetzt müssen Sie mir helfen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Arif Fata Sharia? Genau. Jawohl. Es gibt hier ein zeltähnliches Objekt zu sehen, Object of Pride. Was hat es damit auf sich? Das Objekt ist ein verwandelbarer Anzug. Den Anzug kann man tagsüber als Arbeitsanzug tragen und nachts kann man sich eine notdürftige Schlafstätte, wirkt da wie so ein Zelt. Das ist eigentlich so ein Moskitonetz verwandeln und ist entstanden, eine künstlerische Situation von Wanderarbeiten in diesen Städten beobachtet hat. Also die Menschen, die helfen mit, diese Städte aufzubauen, die bauen Häuser, die sie selber nicht bewohnen werden, die selber leben auf der Straße. Und wenn man eben auf der Straße schläft, ich glaube, in Indien ist erstmal die größte Gefahr, dass man Krankheiten wie Malaria und Denguefieber bekommt, die übertragen werden durch Moskitostiche. So kann eben dieser Anzug dazu beitragen, dass man für die Gesundheit gleichzeitig Objects of Pride. Dieser Anzug ist Teil einer längeren Serie und Objects of Pride können immer Objekte des Stolzes sein. Also sie sind auch ein sehr besonderes Objekt und unterstreichen die Situation. Diese Wanderarbeiter, die meisten vielleicht im Verborgenen leben, keiner beachtet sie so richtig und hier gibt es eine Betonung und betont eben auch die Situation. Und das ist der Grundgedanke von Arif Fata Sharias Kunst, die sehr vielfältig ist. Auch er ist ein Künstler, dem es wichtig ist, mit anderen Menschen auch aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten, auch gemeinsam Lösungen zu finden. So entstehen seine Kunstwerke immer in Zusammenarbeit mit sehr vielen Menschen und er wird vielleicht auch selber sagen, er möchte Infrastrukturen für Menschen bauen, die von Mangel von Infrastrukturen, ne? Also hier geht es um Menschen, die haben nicht mal ein Haus, unterstützen. Was auch zu sehen ist, ist ein zweiseitiges Gemälde, Silence, nimmt Bezug auf ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz, das 2019 in Indien eingeführt wurde. Was steht dahinter? Ja, großes zweiseitiges Gemälde, Silence, und auch da geht es eigentlich um Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Also wer wird gesehen, wer wird nicht gesehen. Arif Fata Sharia sagt in dem, der Arbeit ist im Prinzip auch die Träume von der Mächtigen in Indien, der größten Demokratie der Welt. Wer dort nicht gesehen wird. Die Zeit regiert Modi in Indien, jemand mit einer sehr hindu-nationalistischen Politik und Strategie, was immer wieder zur islamfeindlichen und muslimisch diskriminierenden Gesetzgebungen und auch Handlungen führt. Ja. Und hier versucht auch Arif Fata Sharia Werke zu erfinden, andere zusammen, die dem entgegenwirken. Die Menschen, die unsichtbar gemacht werden sollen, denen zu helfen, sichtbar zu sein, sichtbar zu werden, sichtbar zu bleiben. Dabei geht es auch in diesem Gemälde Silence. Das ist ein zweiseitiges Gemälde, ein sehr großes Gemälde, was selber bei uns hier in der Ausstellungshalle wie so eine Barrikade steht. Man muss auch einen großen Umweg gehen, um die andere Seite dann zu sehen. Auf einer Seite sieht man Motive aus
Demonstrationen und Protesten aus 2019. Damals wurde ein Staatsbürgerschaftsgesetz eingeführt in Indien. Also das war vordergründig dazu gemeint ist, um Minderheiten aus den Nachbarländern Möglichkeit zu geben, Staatsbürger von Indien zu werden. Nur sind Muslime davon ausgeschlossen. Also Nachrichten war sehr präsent, die Vertreibung der muslimischen Rohingya aus Myanmar. Für die wird es zum Beispiel nicht zutreffen. Die können nicht Staatsbürger sein. Und sehr viele Muslime, die schon immer oder sehr lange in Indien leben, haben Angst, falls es nicht gelingt, nachzuweisen, dass sie in Indien leben und geboren sind, dass sie ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Ja. Und deswegen gab es dazu sehr große Proteste, auch sehr weitreichende Proteste. Universitäten, Studierende waren damit beteiligt. Und die eine Seite zeigt die gewalttätigen Übergriffe der Polizei auf diese Proteste. Also man sieht ein Todesopfer der Kämpfe, das zur Seite geschleift wird. Man sieht einen brennenden Bücherhaufen, mit dem Arif Fatah Sharia auf die Übergriffe auf Universitäten und Studierende hinweisen möchte. Und man sieht eine große Gruppe Musliminnen, die Zeuge dieser Szene werden, die zum Teil stumm entsetzt schauen, zum Teil scheint sie auch zu schreien. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite sieht man, wie so ein Demonstrationszug, also Arme, Beine sieht man, die auch alle Frisuren haben, die verbunden sind durch ein großes, weites Banner, auf dem man lesen kann, We the people of, so beginnt die Präambel der indischen Verfassung, die eben genau in dieser Präambel eigentlich den verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die in Indien leben, das sind eben Hinduisten, Christen, Muslime, Sikhs, allen soziale und politische Gerechtigkeit garantiert, wie eben auch Glaubens- und Meinungsfreiheit. Das sehen die Demonstranten bedroht. Und hier nochmal auf die Verfassung verwiesen, dieser Gemälde. Ja. Es gibt noch eine Videoperformance von dem Künstler. The Taj Mahal will continue to live. Taj Mahal wird weiterleben. Ja. Können Sie dazu bitte noch etwas sagen? Ja, ist die Arbeit. Vielleicht sieht man sie im Hintergrund jetzt hier bei dem Interview. Ist die neueste Arbeit von Arif Fatah Sharia, die auch hineingehört in die politische Situation, die ich gerade schon beschrieben habe. Also nicht nur, dass Muslime um ihre Staatsbürgerschaft fürchten, auch die muslimische Anteil der indischen Geschichte. Also Indien hat eine sehr reichhaltige Geschichte, wo sehr, sehr viele unterschiedliche Kulturen, Religionen, Bevölkerungsgruppen ihren Beitrag dazu geleistet haben. Lange Zeit stand Indien auch unter islamischer Herrschaft. Und eigentlich die bekannteste Sehenswürdigkeit, Taj Mahal, ist ja eine Grabstätte aus dem Kontext der Mogulen, die damals Indien beherrscht haben. Und aktuelle Schulpolitik führt eben dazu, dass diese Anteile der Geschichte in Indien rausgestrichen wird aus den Schulbüchern. Ja. Und auf dieser Anzug hat so ein großes Transparent drauf, dann steht auf Bangla, eine Sprache, die in Ostindien, Westbengal gesprochen wird, eben dieser Satz, Taj Mahal wird weiterleben. Ja, Taj Mahal ist in Indien, ja, Taj Mahal gibt es. Ja. Ja, ein weiterer Künstler, oder Nuno Silas, ja, in Mosambik geboren, lebt und arbeitet in Leipzig, hat eine Multimedia-Installation über mosambikanische Bergleute und Familien hier präsent. Er verbindet historische Fotografien und Musikaufnahmen. Man kann ja ein Video sehen, da tanzen Männer mit roten Krawatten. Was hat das zu bedeuten? Das Video, er tanzte selber, ein Mitschnitt von YouTube, und man sieht junge Männer, die einen Tanz tanzen, Machiavella heißt der. Und sie selber beziehen sich da auf die Bergarbeitertradition. Wie die ganze Arbeit, sie handelt von Luni, Arbeitsmigranten, die von Mosambik, Dinge, die reichen auch bis in die Kolonialzeit zurück,
nach Südafrika gegangen sind, um dort in den Goldminen zu arbeiten. Sie haben das gemacht, teilweise wurden ihnen große Versprechungen gemacht, sie hatten aber auch große Hoffnung, dass sie Geld, Wohlstand für ihre Familien damit verdienen können mit dieser Arbeit. Rückblickend muss man sagen, dass es eben da sehr strenges Regime gab, die auch sehr stark die Freiheit dieser Arbeit eingesetzt haben und dass meistens der erhoffte Wohlstand auch nicht gekommen ist. Die portugiesische Kolonialregierung hat auch noch mit profitiert von dieser Arbeitsmigration, dass die Arbeiter selber noch Abgaben sogar an die portugiesische Kolonialregierung leisten musste. Das findet alles zu einer Zeit statt, wo in Südafrika die Apartheid auch herrscht, also die starke Rassendiskriminierung von schwarzen Menschen. Also die schwarzen Menschen werden einerseits eingeladen, nach Südafrika zu kommen und diese harte Arbeit zu machen, aber beim anderen wird eben auch dafür gesorgt, dass sie nicht für ihre Arbeitsrechte eintreten können, nicht für höhere Löhne eintreten können, vielleicht zum Teil auch sehr lange ihre Familie nicht sehen. Und Nuno Silas, der selber in Mosambik geboren ist, zeigt uns hier verschiedene Fotos, die er in Familienalben und Archiven in Mosambik gefunden hat und kombiniert das mit Musikaufnahmen und erzählt eben sehr persönlich von diesen Erfahrungen dieser Menschen, die das zu deren Familiengeschichte das gehört. Das sind eben die Fotos, das ist der Tanz und das sind auch Lieder aus dieser Zeit von dem Musiker Fanny Fumo. Ja. Ich komme zur letzten Künstlerin von dieser gemeinsamen Ausstellung, Ursula Biermann. Biermann. Nicht Biermann, Biermann. Oh, das ist meine Schrift, ich habe ja geschmargelt, Entschuldigung. Nennt sich Plexi Files, Schwarzmeerakten. Sie ist viel mit der Kamera unterwegs. Da sind Aufnahmen entstanden, parallel zu den Pipeline-Bauarbeiten 2003, 2004 auf drei Recherchereisen durch die Kaukasusregion und die Osttürkei. Mit wem hat sie gesprochen? Was hat sie dokumentiert? Ja. Das ist eine Arbeit, die ist schon ein bisschen älter, die reicht zurück in die 2000er Jahre. Und ist parallel zu entstanden zum Bau einer Ölpipeline durch den Kaukasus. Das ist die transkaukasische Ölpipeline, im Film selber BTC-Pipeline genannt wird im Englischen. Das sind die großen Städte, die diese Pipeline verbindet. Baku, Tiflis und Ceyhan, der Mittelmeerhafen, und transportiert halt Öl von Aserbaidschan ans Mittelmeer und dann eben nach Europa und in den USA zu kommen. Steht so im Mittelpunkt zwischen russischen Öllieferungen und iranischen und saudi-arabischen Öllieferungen. Und Ursula Biermann macht hier was man eigentlich in den Medien selten sieht. Die Medien würde man jetzt Politiker, die das beschlossen haben, als Strategie interviewen, wichtige historische Ereignisse, Wirtschaftsmanager, die würden im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ursula Biermann wird mit ihrer Aufmerksamkeit Menschen, die mit dem Bau zu tun haben, vielleicht auch nur am Rande berührt werden, und sammelt da unterschiedliches Filmmaterial, auch teilweise auf Reisen vor Ort. Das hat sie in sogenannte 10-Akten-Files untergliedert, die so Kapitel funktionieren. Und da besucht sie eben die Ölfelder bei Baku. Man sieht die harte Arbeit dort, um das Öl erstmal aus der Erde rauszuholen und auch die Umweltschäden, die dabei entsteht. Sie spricht mit Bauarbeitern an der Pipeline dort, die dann, das mag schon verwundern, aus Kolumbien kommen, also einen weiten Weg aus Kolumbien dorthin, um für British Petroleum zu arbeiten. Sie spricht aber auch mit Bauern in Aserbaidschan, die einen Teil ihres Landes dann verkaufen müssen an die Firma, um eben die Trasse der Pipeline zu ermöglichen und sich dann davon auch Dinge leisten können, die sich nie leisten können, wie ein Auto. Auch enttäuschte Bauern, die ihr Land nicht verkaufen können, weil ihr Grundstück gerade nicht dort liegt. Aber sie interviewt eben auch Fischer und Bauern am Mittelmeerhafen Ceyhan. Und sechs Arbeiterinnen, die auch in diesem Kontext dieser Bauarbeiten mitreisen und eben auch ihr Geld verdienen, auch ihre Hoffnung auf ein besseres Leben haben. Und da kommen eben viele Stimmen
rein, die eigentlich in unseren Nachrichten aber dafür halt wenig Beachtung finden. Ja. Gut. Ich würde zum Abschluss gerne noch wissen, bis wann die beiden Ausstellungen laufen. Die Ausstellung Icons läuft bis zum 21. Mai, also jetzt noch 3 Wochen. Bitte bei Zeiten vorbeikommen und das, die Fotos noch genießen. Die Ausstellung Überleitung Infrastructures läuft ein bisschen länger, bis zum 13. August. Ja, es gibt ja noch eine Performance bei dieser Ausstellung am 7. Juli 2023. Wie heißt diese? Was wird da gezeigt? Ach, da wird gar nicht so viel gezeigt. Da wird gekocht und gegessen und gesprochen gemeinsam. Die Performance heißt How Political is Your Curry? Also, wie politisch, wie viel Politik steckt im Curry? Ja? Curry und dieses Essen haben wir alle, aber das verweist ja selber schon auf die Kolonialgeschichte zwischen Europa und Indien. Und Arik Fatasharia wird eben dieses Event des Zusammenkommens, des Kochens nutzen, um einfach über diese Geschichte, über aktuelle Machtverhältnisse in der Weltwirtschaft zu sprechen. Da kann man eben gemeinsam ins Gespräch kommen. Ja. Dabei. Ja. Alle sind herzlich eingeladen am 7. Juli. Alles klar, ich bedanke mich, ja. Okay, wunderbar.